Anlässlich des 250-Jahre-Jubiläums wurde die Krönungsmesse des gebürtigen Schwechaters Josef Aibler aufgeführt. Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem großen Fest, wo wir heute feiern oder heute feiern beginnen. Das große Bauwerk hinter mir, die neue Kirche, 250 Jahre alt ist, was ja für kirchliche Bereiche noch ein eher junges Datum ist, aber doch ein Vierteljahrtausend schon einiges mitbringt. Deswegen neue Kirche, weil es davor die alte Pfarrkirche gab, davor schon Vorgängerbauten gab, schon eine lange Tradition, dass hier Gottesdienst gefeiert wird und sozusagen die Bodenstation für ein sehr kreatives pfarrliches Leben ist. Wir haben uns seit Jahren vorgenommen, die Werke Aiblers wieder zu entdecken. Es ist ja ein genialer Musiker gewesen und der hat heuer 250. Geburtstag und daher führen wir eines seiner Hauptwerke, die Krönungsmesse, die er 1825 für die Krönung der Kaiserin Augusta Caroline für Pressburg geschrieben hat. Sie haben einige Jahre dieser 250 Jahre mitgeprägt. In wenigen Wochen verabschieden Sie sich? Ja, bei mir sind es erst 16 Jahre, was gegen 250 Jahre nicht sehr viel ist. Bei mir geht es noch bis Ende August hier und diese Zeit will ich gerne noch mitbauen, dass die Zukunft hier gut weiterhin möglich ist. Was hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger? Ich hinterlasse ihm diese Kirche, genauso wie ich sie von Vorgängern schon übernommen habe. Ich hinterlasse ihm sogar neu renoviert, wobei da ist der Pfarrgemeinderat schuld. Ich war da sehr dagegen immer. Aber die Bestimmenden in der Pfarre sind nun einmal die gewählten Pfarrgemeinderäte und sie haben gut gearbeitet, wie man sieht. Aber was für wichtiger ist, ich hinterlasse, wo ich 16 Jahre ein kleines Rädchen mit dabei war, ein sehr lebendiges Leben, wo im Karitativen, im Sozialen, in Sinngebung, im Gemeinschaftlichen, im Kommunalen hier verschwächert und weit darüber hinaus, wenn man auch internationale Projekte, glaube ich, sehr vieles gut im Laufen ist. Was verbindet Ihren Musik- und Gesangsverein mit Aibler? Ja, dadurch, dass wir natürlich erschwächert sind und Aibler auch ein Schwächerter gewesen ist, ist er hier nebenan im Pfarrhof auf die Welt gekommen und bereits der Männergesangverein, der also über 150 Jahre alt geworden wäre, wenn es nicht in der Zwischenzeit schon ein gemischter Chor geworden ist, ja, haben also auch immer schon Aibler-Werke gesungen.